Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Heinz mit einer neuen Folge Bus-Simulator. Ja, nachdem wir letztens abbrechen mussten, weil das Spiel sich aufgehangen hatte. Der Bus ist aber noch da geblieben. Ich habe es wieder neu gestartet. Bus war noch da. Ja, da müssen wir ja jetzt, können wir den Hafen machen und jetzt nutze Fahrer, um auf einer Strecke mit maximal 12 Haltestellen Einkommen zu generieren. Die verbindet Siegwalden, oh Gott, Oakville und Port Amber. Wo auch immer das ist. Hm. 12 Haltestellen, ne, das wird ja heute lang. Ne, da machen wir mal hier anpinnen und neue Strecke. So. Port Amber, wo ist denn das? Ach, das ist hier unten. Ist das der Hafen? Ist das der Hafen? Und wo ist Siegwallen? Ist dort. Und Oakville. Oh Gott, da haben wir hier alle Haltestellen auf einen Haufen und dort, ach, mit maximal 12 Haltestellen. Achso. Ja, in Port Amber können wir ja bloß eine Rundfahrt machen. Das hilft ja alles nichts. So, Oakville, da haben wir ja schon 4, da sind wir schon 8. Da brauchen wir dann noch 4 Haltestellen. Da fangen wir mal an hier unten. Fangen wir mal hier unten an. Die Anterkläranlage fangen wir an. Ach nee, wir haben ja hier ganz unten, haben wir ja auch noch. Guck an, du. Wir können ja hier ganz unten, nehmen wir hier anfangen. Du. Was ist denn hier? Ölhafen Süd. Ölhafen Nord. Ach, da fahren wir Ringel, ne? Da fahren wir ein bisschen Ringel. So, Hafen Pier. Da machen wir hier. Machen wir hier Ressel-Lagerhallen. Bim. Da fahren wir da lang, da fahren wir da lang. Aha. So. Ressel-Lagerhallen. Dann können wir ja hier maximal 12. Jetzt haben wir 4. Da können wir jetzt noch 4 Haltestellen hier verplempern. Dann haben wir vielleicht hier die Kläranlage. Ach, hier haben wir Kläranlage, oder? Welche haben wir jetzt? Bootsbauergasse. Ach ne, wir haben ja dann schon gleich Oakville. Ja, da müssten wir aber dort reinfahren und die Ringel fahren. Ach, die liebe Güte. Hm. Ach, wie fahren wir noch? Hä? Ach, das hat er jetzt gar nicht gemacht, oder was? Jetzt Zuckerfabrik. Forschungszentrum. Dann fahren wir noch Siegwalden dahin. Siegwalden-Lerchenstraße. Oakville-Zentrum. Und Eichenstraße. So, 12 Haltestellen. Na, da bin ich schon mal gespannt, du. Oh, das machen wir heute, glaube ich, ohne Fahrkartenverkauf. Ah. Wir machen bloß immer Kontrolle, du. Kontrollieren, mit der Kontrolle kontrollieren fahren wir hier. So, dann machen wir jetzt Speichern. So, nutze Fahrer mal, Strecke mal. Wollen wir jetzt noch einen Fahrer einstellen? Wir müssen vielleicht mal einen Fahrer einstellen. Weil wir haben 7 Busse, da können wir einen Fahrer einstellen. Angestellte. Bum. So. Ranggehalt, Gehalt. Helmut van Felgen. Ach nee, van Helgen. Ist der 7. Sohn des 7. Sohnes, fährt echt gern Bus.
Der Zoe Altstadter, ach, da kommt der Zoe Feldbauer, ne? Dann nehmen wir jetzt hier einen Helmut, den stellen wir ein. Einstellen. Bumm. So. Zurück. Jetzt geht's hier hin. So. Das wollten wir jetzt. Bumm. Und dann müssen wir jetzt hier runter. So, dann machen wir hier erstmal noch einen Fahrer zuweisen. Strecke 12. Dann nehmen wir den Bus, ne, den Lion City, den nehmen wir mal selber dann. Da kriegst du erstmal den Bus zugewiesen. Jawohl. Und der Helmut, der Profi. Jetzt fahren wir, jetzt haben wir einen Profi, du, ein Profi. So, und wir fahren jetzt die Strecke fort beginnen. Oh Gott, mal sehen. So, wir wollten einen neuen Bus nehmen. Ach, hier mit R wieder Bus wechseln. Jetzt ist es wieder andersrum, es ist schlimm. So, den Lions, bumm. Den haben wir, der lackierte Lackierung hat er jetzt nicht angenommen. Ach, wir lassen den jetzt so, wie er ist. Ich habe jetzt keine Lust hier. So. Sonnig und regnerisch. Nee, hier oben machen wir. Schnell Start an, schnell Start aus, schnell Start an. Dämmerung, regnerischer Tag, Nacht, zufällig. Organverkauf aus. Okay, fortbeginnen. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Da hat's, die Buslackierung hat es gar nicht angenommen. Jetzt sitzen wir ohne im Bus, jetzt sitzen wir drinnen. Na, da. Den Bus haben wir behalten, oder die Lackierung. Naja, ist jetzt auch. Wurscht ist das. So, jetzt haben wir einen neuen Bus, der ist ein bisschen länger. So, die erste im neuen Gebiet, du. Mal gucken, wie viel Schwarzfahrer wir einsammeln. Weil wir haben ja heute gleich mal ohne Vorkartenverkauf. Diet. Oh, der klingt doch ganz anders, du. Nagelneuer Bus, du. Da muss man aber ums Kürfchen wirklich ausholen jetzt, du. Ja, ist ein Stück länger wie unser schöner kleiner Mercedes. So, aber fahren Sie mal hier. Fahren Sie mal hier. Wir haben einen neuen Bus und, ne? Linie müssen wir auch machen. Termine, Termine hier. Mal hupen. Oh Gott, wie klingt denn die Hupe? Die klingt ja aber lustig, klingt die. Jetzt wird mal angehalten. Mal kurz angehalten. Mensch, du, im Ölhafen ist hier, Verkehr ist hier im Hafen, du, das ist nicht zu fassen. Hält er jetzt? Oh, ein Fußgänger, ne, das hätte jetzt wieder geklappt. Das hätte wieder geklappt jetzt. Unglaublich. Gleich mit dem neuen Bus, du, hat man dann gleich Blutflecken dran gehabt, du, das ist gut. Am Ölhafen Nord, dann bitte alle einsteigen, bitte alle einsteigen. Gutes Teaming, du, und perfekte Halteposition, wenn das nichts ist. Ach, das war's schon. Möchten Sie nicht mitfahren? Mit unserem neuen Bus, der gefällt Ihnen wohl nicht, was? Der andere kommt im Moment nicht. Das ist Pech für Sie dann. Hafen Pier 3. So. Oh, das war ja wieder knapp. Du, kommt die einfach losgelaufen, die Troller.
So, was hier? Fußgänger, Vorspur. Mensch, du, zum Glück, das war zweimal, du, hätten wir das schon. Das ist ja heute. Das war der Hafenrundfahrt hier. Endlich müssen wir mal wieder Vorfahrt beachten. Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. Na sowas. Bingo korrekt eingesetzt, kein Bordstein mitgenommen. Das, wenn das nicht ist, so. Noch nie. Oh, schon wieder Vorfahrt beachten. Meine Güte, das ist ja schlimm in dem Spiel. Möchte mal wissen, wo die Hauptstraßen vergessen haben, ja. Oh, doch, über den Bordstein, du. Aber gerade so, nicht doll gehuggelt, du. Nicht doll gehuggelt. Jetzt kriegen wir bestimmt einen Anpfiff, weil wir den Blinker nicht korrekt eingesetzt haben, du. Weil er wieder ausgegangen ist, den man wieder gegenlenken musste. So, jetzt muss man hier. So, schönen Tag. Wir öffnen ohne Heilemarkierung und sind wir hier reingefahren. Jetzt machen wir auch mal Fahrscheinkontrolle, sei denn es flüchten alle wieder aus dem Bus. Ja, hier steigen noch welche zu. Wer macht denn die laut? Fahrschein bitte. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Fahrschein? Yes. Die Katze? Mensch, ich sammle aber Pokémons. Ich möchte Pokémon-Fotos, keine Katzen-Fotos. Wo hab ich denn? Und der junge Mann hier hinten? Alle haben eine Fahrkarte, das ist ja gut. Alle eine Fahrkarte. So. Führerstand betreten, du, unter Führerstand, du, um Gottes Willen, ob das politisch korrekt ist, du. Da bin ich ja Führer im Führerstand, du, meine Güte. Ob das gut durchdacht ist. Ja. Jetzt haben wir noch einen Unfall, wo kommt denn der her? Hier, hau mal ab. Jetzt haben wir noch Strafe bezahlt. Der Bus hat immer Vorfahrt. Sowas. Kommt der her? Den hab ich gerade gesehen heute. Hab ich wieder die falsche Brille auf nie geputzt. Ach nee, hier fahren wir ja noch nicht. Die nächste erst. Wir fahren ja mit der Kerze ums Dorf hier vor mir ein bisschen. Hier müssen wir an die Lagerhallen. Oh, das Kollege kommt uns entgegen. Ja klar, noch ein Bordstein, na sicher, na freilich. Wir tun alles, wir investieren hier alles, logisch. Gehen wir nicht auf die Böfte in dieser hier. Schon wieder, das Spiel nervt schon wieder. Genau. Ja, dafür hab ich euch schon wieder 2000 Geld bezahlt, ja. Für allen Quatsch. So. Das spendieren wir wieder der Stadt, spendieren wir das wieder. Wasseraufbereitungsanlage. Was ist denn eigentlich an Kläranlage so schlecht? He? Na klar, wieder Bordstein, jo. Oh, diesmal kostet es aber nicht, oder? Ja, sehr schön. Oh, schon wieder Fußgänger, was ist denn heute los, sagt er mal. Die sind ja wohl verrückt geworden. Die sind narrisch, sind die heute. Liegt vielleicht am Wetter?
So, jetzt habe ich keinen Radstein berührt. Jetzt bin ich bestimmt Blinker korrekt eingesetzt. Ne? Wenn ich korrekt in die Kurve gefahren bin, das sagen sie nicht. Das macht man nicht. Ne? So, Kläranlage. Klärchen zur Anlage. Schon wieder das, Kollege. Grüß dich, Kollege. So, jetzt machen wir Fahrscheinkontrolle nochmal. Ihr wisst ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist immer besser. So, erstmal alle nein. Gehen Sie weg. Die Tür geht nicht zu. Was ist los? Wie soll jetzt euch zugehen? Ich denke, Sie wollen einsteigen hier. Da kann ich jetzt nicht die Tür zumachen, weil dann haben Sie ja wieder zu meckern. Dass die Tür nie weit genug offen ist, so. Meine Frau hat es schon gesagt. Macht nicht. Was? So. Hier. Ja, danke schön, danke schön. Und die Herrschaften? Ich habe meine Fahrkarte schon gesehen. Was? Ach so. Hier. Das macht gar nichts. So, der Herr. Ich habe meine Fahrkarte schon gezeigt. Aha. Malen Sie hier nicht rum? Na klar. Na klar. Sehen Sie. Und der Oma? Hat er eine? Der Herr hier oben, der hier sitzt? Na klar. Hier. Na klar. Bitte. Mhm. Müllöff sammeln. Sammeln wir Müllöff. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Genau. Jetzt hier, da hinten in der Ecke, haben wir einen Schwarzfahrer. Ganz in der Ecke. Das soll man ja nie verhältst du, nie verklebst du kann, du. Hm. Wieder ein erwischt hier. Diese Brüder. Wir haben einen neuen Bus, der muss bezahlt werden. Ja, und dann haben wir ja auch schon wieder Strafzettel kassiert, weil der Bus eben viel zu lang ist. Da bin ich dann schon gespannt, wenn wir mit dem ersten Schlenki durch die Gegend fahren. Das wird bestimmt lustig werden. Bestimmt. So, die Haltestelle bedienen wir heute nicht. Gehalten hat, weiß ich nicht. Wir fahren einfach mal. Wir fahren einfach mal. Jetzt sind wir einfach mal gefahren. So, eine lange Strecke. Da haben wir ein schönes Streckchen zusammengebastelt. Ja klar, Bordstein mitgenommen, ja, was auch sonst. Was auch sonst. Wie bitte? Was bitte? Bitte mal alle einsteigen. An der Zuckerfabrik, ne? Da machen wir mal ein bisschen Zuckerfabriken, du mein Herr. Wenn's mal vorwärts geht. Oh, hi, stimmt, letztes Mal. Wow, was war denn letztes Mal? Weil ich will ja nicht mehr wissen, was ist nun mit Winter der Leidenschaft, du. Keiner erzählt mir was davon. Das ist ja eine Katastrophe, ist das. Keiner erzählt uns mehr was über Winter der Leidenschaft, du. Das ist ja... Oder wird das nur in den bestimmten Gebieten ausgestrahlt? Das wird es wahrscheinlich sein, dass das gar nicht überall ausgestrahlt wird. Zumindest nicht da, wo wir fahren. So, wir gucken mal. Lässt uns hier jemand durch? Hier lässt uns jemand durch. Das ist sehr schön. So, ohne Fußgänger mitzunehmen.
Das ist immer sehr schön. Noch ein Tag, dann habe ich endlich frei. Das ist schön, das ist schön, dass Sie da endlich frei haben. Das freut mich zu hören. So, da sind wir ja gleich vielleicht an der Zuckerfabrik. Hier hätten wir wieder rasen können, aber es ist wieder nur mit den Schlaglöchern und alles. Das ist nicht gut, ist das? Nein, das ist nicht gut. Da war ein Pfützel. Haben wir nochmal Glück gehabt. Hier ist bestimmt eins gewesen, wo wir jetzt drum herum geeiert sind. So, jetzt müssen wir... Oh, wir müssen ja hier wieder hier abbiegen. Wir müssen wieder aufpassen, wenn es nie wieder einer in die Quere kommt hier. Oh, ist aber viel Verkehr heute. Viel Verkehr. Oh, jetzt was war jetzt wieder Winter der Leidenschaft? Jetzt hab ich's wieder verpasst. Jetzt hat einer was davon erzählt und ich hab's wieder verpasst. Du Menschenskinder, das ist nicht zu fassen, ist das. Weil man hier arbeiten muss, man kann gar nicht zuhören, was die Vorgäste so zu schwatzen haben, du. Oh, hier wieder Kollege. Das Kollege. Das gibt Umsatz, du. Wir sind an der Zuckerfabrik. So, meine Damen und Herren, wir bremsen scharf und Sie dürfen bitte einsteigen. So, an der nächsten Haltestelle macht wie üblich nochmal Fahrkartenkontrolle. So, jetzt müssen wir wieder riesen Bogen holen hier, damit wir Fahrgast... Nee, jetzt fahr schon die Kurve. Jetzt hört der Fahrgast Lautmusik. Jetzt muss ich bremsen. Das gibt's ja nie. Immer furchtbar hier heutzutage, die mit ihrer Musik quatschen. Wer hört denn hier Lautmusik? Ach dort! Da hat er nicht in die Kopfhörer auf, ich kriegen wir nicht. Bitte die Musik leiser machen hier, furchtbar. Jetzt bringen sie wieder den Fahrplan durcheinander. Meine Güte, Menschenskinder. Und das auf der neuen Strecke mit dem neuen Bus. Unglaublich, diese Leute. Die Fahrgäste denken, weil sie Fahrgeld bezahlen, wenn sie dann hier Rabatz machen oder was? Wo kommt man da hin? Ist ja nicht zu fassen, du. So, haben wir jetzt Vorfahrt hier? Nee, schon wieder eine Vorfahrt. Ach, oh Gott, die muss man wieder bremsen. Der hält. Und hier hält auch. Sehr schön. Dankeschön, Dankeschön. Das ist sehr freundlich. Sehr freundlich. Grüß dich, grüß dich. Mensch, du, haben ja alle Busse in dem Gebiet eingesetzt heute, du, das geht doch gar nicht. Wer fährt denn da die anderen Linien, wenn uns hier ständig ein Kollege entgegenkommt, du? Das Kollege. Blinken, jetzt kriegst du wieder einen Anschiss. So, Forschungszentrum. Wollen wir jetzt nochmal vorrunden wollen? Jetzt wollen wir nochmal vorrunden wollen. Mal gucken, die Haulgestelle. Nee, die steigen ja aus, das ist sehr gut. Sehr gut. Fahrertür, jetzt. Schönen Tag, die Fahrausweise bitte. Ah, gleiten erschen und dann setzt das sich noch rotzfrech neben Busfahrertür. Neben Busfahrer. 20, 120 Geld wieder hier. Hier ist Acker. Und haben Sie ein Pokémon für mich? Ich sammle Pokémons, ich will Pokémons. Oh, die nächste, du, die nächste! Also, wieder neue Linie, neue Schwarzfahrer. Das ist unglaublich. Denkt ihr, die Hafenrundfahrt ist ja... Wollen wir den will... Oh, das ist doch die Steuerung, ist der jetzt. Ist mir egal, Herr mit dem Ding. Herr mit dem Ding. Ist mir egal, so. Ja, der Herr da hinten nochmal schwarz. Nee. Und der Herr? Was? Gut. Wieder zwei Schwarzfahrer abgefettet hier. Das ist ja nicht zu fassen, ist das ja.
Das ist unglaublich, ist das. Siegwalden, na sowas. Da müssen wir uns ein bisschen schlängrisch fahren, müssen wir hier ein bisschen. Aber wir sind in der Hauptstraße, was sehr schön ist. Da können wir mal hüben, weil der hier reingeschnipst ist. So. Und jetzt bremst der auch noch wie wild. Also, nee, du, das ist ja wieder Vorspur. Jetzt geht der Fußgänger dort auch noch rüber, zählt er wieder den ganzen Verkehr auf. Es ist nicht zu fassen, ist das hier. So, hält unser Kollege an. Der hält an. Na, was denn nun? Ich denke, der lässt uns durch. Erst gibt er Lichthupe und dann fährt er los. Also das ist, der ist dann gleich entlassen. Gleich gucken wir, das ist, der fliegt gleich raus hier. Das geht ja nicht zu fassen hier. Jetzt fahren wir ein Stück vor, bis in der Hoffnung zählt einer. Ja. Das ist nicht zu fassen, du. Das gibt Arscher. Ein Chef nicht vorbeilassen, du. Das ist ja was das Rische, hä? Hier ist was los, du. Hier ist was los heute wieder. Klar, Schlagloch haben wir vergessen, seht ihr, jetzt haben wir wieder alles vollständig fast. Bordsteine, Schlaglöcher, Unfälle, sonst wäre die Folge nicht komplett. Gleich noch eins hier, das ist ja hier wieder. Rote Ampel haben wir eigentlich noch vergessen, wir haben die rote Ampel, haben wir noch nicht. Und wieder einer von uns, die fahren alle auf einen Haufen von dir. In der restlichen Stadt wäre es heute kein Busfahrer unterwegs, glaube ich. Das müssen wir auch nochmal besprechen in der nächsten. Gleich alle zusammenstauchen hier. Erst wird der Chef nie reingelassen und dann fahren die alle, wo sie denken. Hilder, Dankeschön, Dankeschön, sehr freundlich, sehr freundlich. So, jetzt sind wir in Siegwalden. So. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Schön, dass Sie mit der Firma Blöde gefahren sind. Da kommt doch schon wieder einer mit dem Kopfhörer. So, möchte noch ein Fahrgast mit? Nein. Der ruft ja richtig davon, du Mensch. Straße, du. Das will auch schon wieder, was ist. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zu kommt. So. Im Zentrum gibt es eine Fahrscheinkontrolle, aber das lohnt sich gar nicht. Die hauen jetzt alle ab, die wissen das schon. Die laufen wahrscheinlich lieber. Vorsichtshalber. Vorsichtshalber laufen die schon, weil die genau wissen, die sind wieder dran hier. Unglaublich, unglaublich. Oakville-Zentrum, du. Mensch, du. Wieder Schlaglöcher über Schlaglöcher hier. Nächster Halt, Oakville-Zentrum. So,
wir bremsen. Sehr schön. Auf die Bretter, rein mit euch. Alle Schwarzhaar. Ja, jetzt steigen die schon wieder alle aus. Du, das gibt's ja gar nicht. Die hauen schon wieder ab. Die wissen genau Bescheid, wissen die. So, wir gucken trotzdem mal die Hinterbliebenen hier noch. Die Hinterbliebenen. Ich dann. Na klar. Ob wir noch einen erwischen von den drei Hanseln hier, die noch da sind. Klar. Die bis zum Schluss mitfahren. Augen, Blick da, hier. Na klar. Alle haben einen Vorschein, du machst doch keinen Spaß. Ja. Und wohin? Die Dame hier hinten. Oh nein. Nochmal erwischt. Nochmal erwischt. Kurz vor der Endhaltestelle, du. Und hier ist wieder Stau. Hier ist wieder Stau. Hauptsache, wir haben jetzt nicht wieder einen Bug, wo wir hier über den Bordstein fahren müssen. Nee, hier rollt's. Hier rollt der Verkehr. So, wir gucken mal. Wir biegen ab, der hält, sehr freundlich. Jetzt gucken wir nochmal hier drüben. Scheint auch. Kommen wir Fußgänger? Nee. Kommen die? Linker korrekt eingesetzt, das ist sehr schön. So. Alle aussteigen. Haben wir wieder was geschafft, die Bretter auf und naus mit euch, naus. So, haben wir das, können wir zurückkehren. So, gucken wir mal. Das sieht alles gut aus, das sieht immer gut aus. Aber gut, man sieht die Schandtaten nie. Kollision, Kollision, oh Gott, 2000 Geld muss man bezahlen, du. Und die Schwarzfahrer scheinen wir alle erwischt zu haben. Naja, meine Lieben, bumm. Da würde ich sagen, beenden wir an der Stelle wieder die Folge. Ja, liegen wir ja so im Rahmen, nicht? Die Hafenrundfahrt, haben wir den Hafen heute erschlossen. Ja, meine Lieben. Freue mich wie immer, nette konstruktive Kommentare, Däumchen nach oben, den ein oder anderen Abonnenten, nicht? Und wenn ihr wissen wollt, wie wir weiterfahren, wie es weitergeht, ob ich nur mit dem großen Bus mal irgendwann klarkomme, dann macht's Glöckchen an. Da danke ich euch wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.